Herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 16 und damit auch herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Ich hatte vor kurzem einen anderen, die Gründe, warum werde ich vielleicht demnächst noch ein Video packen oder so. Aber auf jeden Fall habe ich diesen stillgelegt und mache jetzt mit diesem weiter, ganz von vorne. Und wir beginnen gleich mal mit FIFA und zwar Karrieremodus, Spielerkarriere. Und nein, ich heiße nicht Mario, ich heiße Felix. Und der Nachname ist hier Gamer. Natürlich nicht mein richtiger Nachname. Alias nehmen wir nicht, Trikotname Felix. Genau. Trikotnummer die 17. Das Datum nehmen wir das richtige, auch wenn es jetzt ein Jahr, wenn ich da jetzt ein Jahr älter bin. Da bin ich 23.09.97 geboren und echt 23.09.98. Die Trikotnummer ist die 17. Trikotname Felix, Kommentarname haben wir keinen. Und der Name ist Felix Gamer. Die Haare. Machen wir. Ist das immer mittel, was ich nehme, oder kurz? Ich glaube, das ist kurz, was ich immer habe. Was habe ich denn immer? Muss erstmal die Farbe ändern, dann fällt es mir wahrscheinlich gleich auf. Ich glaube, den habe ich immer. Ja. Das. Ohne Bart. Und wie ihr schon seht, da auf dem Trikot starte ich bei Kopenhagen in Dänemark, weil es einfach für mich einer der geilsten Vereine außerhalb von Deutschland ist. Natürlich kommt an Hansa nichts ran, aber ist zusammen mit Manchester United die Mannschaft, die ich im Ausland am meisten mag. Nationalität ändern wir die. Nee, auch wenn ich nicht der größte Fan von Deutschland bin, machen wir mal Nationalität Deutsch. Stürmer bin ich natürlich, spiele ich auch am liebsten, Rolle, Mittelstürmer und wir sind, ja was sind wir, eher Torjäger oder Vorbereiter? Eigentlich bin ich eher der Vorbereiter, deswegen machen wir es auch hier mal so. Größe 1,70 Meter, Gewicht stimmt so nicht ganz, aber machen wir einfach mal so, dass es für einen Spieler real wäre. Körperbau ist normal, starker Fuß ist rechts und hier sehen wir mal die Werte dadurch 78 bei Beschleunigung, 77 bei Beweglichkeit, 72 bei Balance, so, jetzt habe ich es richtig. 61 bei Springen, 71 bei Reaktion, 80 bei Tempo, 78 bei Ausdauer und 61 bei Stärke. Also mit dem können wir ordentlich rennen. Und dann gehen wir mal weiter. Der FC Kopenhagen mit Neuverpflichtung, der 17 Jahre alte Spieler, wird sich von Anfang an darum bemühen, einen guten Eindruck bei seinen neuen Kameraden der FC Kopenhagen Mannschaft zu hinterlassen. Solbakken machte dem Stürmer ein Angebot, das er einfach nicht ablehnen konnte. Als mir Solbakken diesen Wechsel anbot, konnte ich einfach nicht Nein sagen, sagte der junge Stürmer. Hier nochmal der Führer für die Saisonvorbereitungsturniere, also beziehungsweise das Turnier. Und der soll mal langsam fertig laden. Hier schön viele Spielstände. Meistens, wo ich hier ein LP starten wollte, 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 oder 5 davon waren als LP geplant, aber da war immer irgendwas, was nicht geklappt hat. Und ja, dann speichern wir das mal unter dem Namen. Ist ja egal, spiele ich eh nicht weiter, ich weiß gar nicht, welches da geplant war. Das letzte war als Trainer mit Kopenhagen geplant. Und ja, dann gehen wir mal in die Liga-Wartung für diese Saison.
Willkommen zur neuen Saison. Der Trainerstab dieses Vereins hat diese Saison große Erwartungen an dich. Diese Zielsetzungen sind für deine Entwicklung wichtig. Nimm dir Zeit, sie zu studieren. Du findest sie unter deinen Saisonzielen. Viel Glück für die Saison. Hoffen wir, dass es eine erfolgreiche für diesen Verein wird. Und zwar soll ich eine Durchschnittsbewertung von 6,7 schaffen, 5-mal vorlegen, 7-mal selber in Tor schießen und dabei jeden neunten Ball ins Tor unterbringen können. Dazu gucken wir mal den Teambericht an. Felix Gamer, 1,3 Millionen Marktwert, 66er Gesamtstärke, Stürmer 17 Jahre alt, die Konkurrenten sind Jürgensen, 75er Stärke, ebenfalls Stürmer und 24 Jahre alt, 5,5 Millionen wert, Cornelius 70er Stärke und 22 Jahre alt und 1,8 Millionen wert, Santander 71er Stärke, 24 Jahre alt und 2,2 Millionen wert und Marvin Poirier, der an FC Ufa ausgeliehen ist. Entschuldigung. Dieser hat eine Stärke von 68, ist Stürmer, 24 Jahre alt und hat einen Gesamtwert von 1,2 Millionen und ist damit knapp unter uns. Außerdem hat der Verein vier Spieler für die Torwartposition, wovon Kaminski allerdings ausgeliehen ist. Und ansonsten ist das hier die Mannschaft. Ja. Dann sind hier unsere Gruppenvorbereitungsturniergegner Real Valladolid, ES Troyes und FC Girona. Und dann geht's auch schon in das Freundschaftsspiel gegen ES Troyes. Wir stehen in der Startformation. Training hatte ich jetzt ganz verpennt. Ich bin auch blöd. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Und da sind wir beim Spiel Kopenhagen gegen ES Troyes im Parc de Princes von Paris Saint-Germain. Und hier muss ich mal ganz kurz machen, bevor es angepfiffen wird. Wartet. So. Und dann kann es auch schon losgehen, würde ich mal sagen. Wir spielen heute in Weiß gegen, ich glaube, blaue Gegner. Und ich spiele jetzt erstmal alle, das ganze Team. Und sonst werde ich aber ja immer nur mich spielen. Nee, ich werde in Heimspielen eins von beiden machen und im Auswärtsspielen das andere. Also in Heimspielen sozusagen, keine Ahnung, nur mich und in ich kann heute mal wieder nicht sprechen. In Auswärtsspielen alle oder andersrum, das werde ich mir noch überlegen. In den Freundschaftsspielen werde ich jetzt erstmal alle spielen auf jeden Fall. Und die Freundschaftsspiele oder das Freundschaftsspiel, ich überlege mir noch, dieses auf jeden Fall werdet ihr ganz sehen. Und die Ligaspiele nachher und Pokal und sowas alles werdet ihr die Highlights sehen. So finde ich das immer besser, statt das ganze Spiel, was ganz schön langweilig ist. Und dann würde ich auch schon sagen, kann es losgehen. Und ja, wir haben Anstoß und los geht's. Mathissen mit dem Ball auf Ankersen, der auf Kusk, der verliert den Ball hier. Bei den Gegnern hat Camus den Ball. Pass auf Lacour, der verliert den Ball gegen uns. Wir laufen da, ziehen am Gegenspieler vorbei, laufen auch an dem vorbei. Aber der Torwart hält unseren Schuss. Schade, schon mal die erste Chance. Und die Ecke machen wir. Wir bringen sie in den Strafraum. Da kommt keiner ran, aber Ankersen schießt. Abgefälscht. Und der Torwart hat ihn. Schade. Jetzt von uns der Pass auf Kusk. Aber sein Schuss wird abgeblockt.
Wieder machen wir die Ecke. Lassen den rankommen und dann flanken wir da rein, aber den wird der Torwart haben, ja. Was macht der Torwart mit dem Ball? Er kloppt ihn nach vorne. Und wir haben den Ball Kusk auf Mathisen. Der auf Kadi, der auf Jürgensen. Der richtig genial zu uns spielen wollte, aber der wird abgefangen und jetzt die Gegner im Ballbesitz. Die Franzosen spielen den Ball jetzt mal schnell nach vorne. Mathisen gegen Pi. Mathisen gegen Pi, aber der kann nur bedrängt flanken und das wird nochmal gefährlich. Aber Olsen hat den Ball hier. Passt dann weiter zu Quist. Der zu Jürgensen. Der oben auf Kadiri. Der weiter zu Augustinsen. Augustinson oder wie auch immer. Aber der französische Torwart hält den Ball wieder und kloppt ihn wieder nach vorne. Lange Bälle bringt der Torwart hier heute bei den Gegnern nur. Noch keinen kurzen Ball zum Spielaufbau gebracht. Und jetzt die Gegner kombinieren hier super. Aber jetzt hat Jürgensen den Ball. Der andere Jürgensen hat vorne den Ball, kann sich durchsetzen. Flankt den Ball in den Strafraum und 1-0. Gar nicht gesehen, wir waren das. Die Nummer 6 ist. Na? Quist. Quist mit dem ersten Tor für Kopenhagen nach dem Wechsel von Felix Gamer. Entschuldigung. Nach Kopenhagen. In der 29. Minute. Mit dem ersten Kopenhagener Tor in dieser Saison. Jetzt. Kadiri. Wir können den Gegner nicht stören, doch jetzt Kusk. Auf Quist. Auf Jürgensen. Der auf mich. Ich zieh vorbei. Pass wieder zurück zu Jürgensen. Aber der wird knapp vorher am Schießen gehindert. Schwacher Schuss von Estrouillet. Olsen passt auf Augustinsson. Kadiri, Kadri heißt er. Delaney, sein Pass kommt nicht an. Kann er sich den zurückholen? Nein, er scheitert. Quist kann sich den Ball auch nicht holen. Ankersen ebenfalls nicht. Jetzt Trouillet und 1:1 durch. Wer war das auf Seiten von Trouillet? Das war Fabien Camus. 1:1, kurz vor der Halbzeit. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt setzt sich Kusk mal auf außen durch. Verliert er jetzt aber wohl den Ball. Kann ihn sich aber zurückholen, flankt den Ball rein und dort wird er zur Ecke geklärt. Oder? Abstoß? Oh. Ich hätte da eine Ecke gesehen, aber gut. Oh, die Gegner kommen im Ballbesitz, aber wir können sie früh genug stören und kriegen so selber den Ballbesitz. Passen weiter, Jürgensen. Erste Vorlage von uns und Jürgensen. Mit dem 2:1. Da richtig schön weitergeleitet. Und er schießt ihn in die Ecke zum 2:1 für den FC Kopenhagen gegen ES Troje. Jetzt gleich drauf da, die Gegner. Und dann ist es hier der Halbzeitpfiff. Mit 2:1 geht's in die Halbzeit. Und die anderen Begegnungen sind Boavista Porto führt 2:0 gegen Stade Rennes. FC Girona steht 1:1 gegen Real Valladolid. Und Hellas Verona 1:0 gegen FC Lorient. Nun setzen wir das Spiel fort, keine Wechsel oder sonstiges. Und so geht's dann in die zweite Halbzeit. Hier mit einer 8,5er Note in unserem ersten Spiel bis jetzt.
Die Franzosen kombinieren da gut. Wir können sie nicht stören, nicht entscheidend, aber die kommen nicht zum Torschuss. Balkan vorher geklettert. Und jetzt nach dem Einwurf für die kommen wir in Ballbesitz. Dann geht es hier schnell für uns nach vorne. Wir versuchen am Gegner vorbeizuziehen, aber das wird leider nichts. Wir versuchen hier Druck auf den gegnerischen Verteidiger aufzubauen, aber das gelingt uns leider nicht. Jetzt, die Gegner lassen sich hier nicht entscheidend genug stören von uns. Jetzt mal ein leichter Torwartfehler, aber da lässt sich der eigene Spieler von denen nicht unter Druck setzen. Und jetzt die Chance für Estrojet. Kann er flanken? Ja, aber da steht nur einer von Kopenhagen und so können wir die Chance bereinigen. Jetzt schnell nach vorne spielen. Diesmal können wir ihn am Gegenspieler vorbeilegen. Stehen jetzt vorm Torwart. Und 3 zu 1. Das wird allerdings nicht als Vorlage gezählt, da wir aufs Tor geschossen haben. Trotzdem super vorgetragen. Er konnte. Und der Torwart klärt ihn direkt vor Delaney. Und der Kapitän schiebt zum 3 zu 1 ein. Super Spiel bis jetzt bei unserem Debüt. Aber es kommen natürlich auch noch stärkere Gegner. Obwohl die dänische Liga jetzt nicht so die Creme de la Creme der starken Mannschaften hat, aber auf jeden Fall stärker als so eine französische, ja, französische Mannschaft, sagen wir mal. Also, die haben in Frankreich nicht so wirklich viel zu sagen. Das will schon mal heißen, wenn man in Frankreich nicht viel zu sagen hat. Oh, das war gefährlich, wenn er da fällt, kriegen die Gegner einen Freistoß und jetzt kriegen sie im 3 gegen 1 den Freistoß. Schade. Das wäre eine gute Chance für uns gewesen. Und jetzt kommt Cornelius für uns rein. Eine Vorlage in unserem Debüt. Eigentlich ja zwei, aber die zweite wird uns nicht angezählt wahrscheinlich. Und das ist doch ein ordentliches Debüt. Und jetzt der zweite Wechsel bei uns. Jürgensen, der ein Torschuss geht raus. Und Santander kommt rein. Damit jetzt mit Santander und Cornelius zwei neue Stürmer im Spiel bei Kopenhagen. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Jetzt Verbitsch, der ist heute nicht so gut drauf. Der junge, talentierte Mittelfeldspieler. Cornelius legt ihn auf Kusk. Der will den langen Ball zusammen der passen. Aber der Ball kommt nicht an und wird abgefangen. Früh stören versuchen wir da, aber jetzt kommen sie wahrscheinlich zu einer Flanke. Nein, sie passen sogar rein. Und dann können wir in allerhöchster Not klären, aber der Ball kommt nicht weg und so kommt der Torwart gerade noch an den Ball. Super gehalten von Olsen. Wieder irgendein Wechsel, den werden wir wahrscheinlich gleich links oben eingeblendet sehen. Hügel kommt für Augustinsson. Und jetzt können wir da klären, Quist will das Spiel schnell machen, passt auf Santander. Der läuft an den Gegenspielern vorbei. Hat jetzt nur noch Veskovac neben sich. Setzt sich auch gegen den durch. Wird zu Fall gebracht und schade, nur Ecke. Ich hätte jetzt auch mehr als nur eine Ecke gehofft. Jetzt bringen wir den Ball in die Mitte rein. Und das ist 4 zu 1 gegen Estrojet. Und das war die Nummer 11. Und die Nummer 11 ist wer? Die Nummer 11 ist Cornelius. Andreas Cornelius. Ebenfalls mit einem Tor. 4-1. Und das dürfte damit jetzt auch der Endstand sein. Wird wahrscheinlich gleich abgepfiffen. 3 Minuten Nachspielzeit noch. Ein Tor
kann Estrier vielleicht noch nachlegen. Oder auch nicht. Quist klärt den Ball nach vorne. Dann wird das Spiel abgepfiffen. Das war's im Parc des Princes. Und das war's auch für die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Demnächst wird dann halt mit Highlights und sowas kommen. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein. Dann auch mit Training und sowas wahrscheinlich. Tschüss.